ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้ครับ Gott segne euch alle die ihr zuhört ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยมากที่พี่น้องหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้า Ich glaube es gefällt Gott sehr wenn ihr wirklich gut zuhört วันนี้ผมอยากจะสอนเรื่องที่สําคัญมากสําหรับชีวิตของผู้ที่เดินกับพระเยซู Heute möchte ich eine ganz wichtige Sache lehren die für nachfolgen die die Leute die jesus wollen นั่นก็คือเรื่องการฟื้นฟู das geht um die er ที่จริงแล้วผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว38ปีแ e ่18 jahre christ ปีแรกไม่รู้เรื่องนี้เลยจนกระทั่งผมมีหัวใจที่หิวกระหายและอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตมากๆ Immer hungriger wurde und wirklich eine Änderung mir ersehnt habe. Ich habe zu Gott gebetet und habe gefragt: Herr, ändere du mein Leben bitte. Ich hatte wirklich ein Herz, das verlangend und hungrig war, dass Gott mir hilft. พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมนั้นพระองค์จะทําให้เต็มอิม่ม And die Bibel sagt wer nach der Gerechtigkeit hungert den wird Gott sättigen นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อหลายประมาณ20ปีมาแล้ว Und das ist etwa vor 20 Jahren bei mir passiert ผมได้เข้าสู่การฟื้นฟู Ich kam in eine Erweckung hinein ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูาามาสิ้นพระชน danken gott dass jesus für unsere sünden gestorben ist und als wir an jesus geglaubt haben und ihn aufgenommen haben ihn gebeten haben unsere schuld zu wegzunehmen da wurden wir zu kindern gottes und wir wurden errettet und unsere namen wurden im himmel aufgeschrieben แต่ว่าตัวเราไม่ได้เปลี่ยนไปทันทีเรายังเป็นคนที่อยู่ในเนื้อนหนังหรือความบาปอยู่เรายังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปแต่พระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นเหมือนคนเดิมอีกต่อไปพระเจ้าอยากให้เราเติบโต ไปสู่ความภัยบูรณ์ของพระเย su christ er möchte dass wir wachsen bis in die ülle christi hinein แต่ด้วยกําลังของเราเองนั้นเราไม่สามารถที่จะเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงได้ aber mit unserer kraft schaffen wir das einfach nicht พระเจ้าทรงมีวิธีการของพระองค์ got t hat immer einen weg für uns ในหนังสือพระคัมภีร์นั้นพระบิดาในสวรรค์ได้สัญญาถึงการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ in der Bibel wird uns Die des ท่านไปอ่านได้ในหนังสือโยเอลบทที่สองนังน่นอยู่ในโยเอล2และพระสัญญาน,นั้นได้สำเร็จในหนังสือกิจการบทที่สองและการสั่งสอนของโยเอลได้สำเร็จในหนังสือกิจการบทที่สองสาวกที่เดินติดตามพระเยซูนในยุคนั้นได้ไปนมัสก,การพระเจ้ารับอธิษฐานร่วมกันในห้องชั้นบน Die Jünger, die mit Jesus gewandelt waren, die waren nachdem Jesus in den Himmel gekommen ist, versammelt in dem oberen Raum. Vor diesem Tag haben sie auch an Jesus geglaubt und haben seine Liebe empfangen. Aber Herr, die Frau, nicht die Frau, die aber Gott wusste, es reicht nicht aus, nur zu glauben und gerettet zu werden. <Sie> Jesus hat ihnen den Auftrag gegeben, wartet auf die Verheißung in diesem Raum in Jerusalem. <Sie> Denn Gott wollte die Erweckung in ihr Leben hineinbringen. <Sie> und da waren jetzt

Und der Heilige Geist kam in einer Form einer von Flammen über ihren Köpfen. Und diese 120 Jünger wurden gefüllt vom Heiligen Geist. Sie waren gefüllt zum Überlaufen und sie waren, haben angefangen, in anderen Sprachen zu reden

Und ich habe immer wieder erlebt, welch großer Segen durch diese Erfahrung auf die Leute Gottes gekommen ist. Die Bibel nennt den Heiligen Geist einen Wind. Und der Heilige Geist wird auch verglichen mit dem Feuer. Johannes 3, Vers 8.

Wenn wir an Wind denken, dann heißt es, dass äh, der Wind oder das, das Wetter sich hin und her bewegt. Und so sprechen wir auch von der Bewegung des Heiligen Geistes hin und her. Und diese Bewegung des Geistes bringt eine Veränderung in den Gläubigen. 20ปีผ่านไปแล้วที่ผมอยู่ในการเคลื่อนไหวของพระเจ้า seitdem ich diese Bewegung des Heiligen Geistes empfangen habe ist jetzt schon 20 Jahre her ผมจะบอกให้ว่าวันนี้นะครับผมมีความหิวกระหายอยากเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้ามากกว่าเมื่อปีที่แล้วอีก und ich möchte euch sagen ich habe eine große Sehnsucht danach dass dieser Wind des Geistes noch stärker weht, noch, diese Sehnsucht ist noch stärker bei mir als vor einem Jahr. Und ich weiß, wenn dieser Geist weht, dann gibt es Befreiung. Und Menschen werden gerettet. Sie werden befreit von den Dämonen. Und die Flüche werden entfernt von den Menschen. อย่างที่หนังสืออิสยาได้พูดถึงบอกว่าการเจิมหรือพระวิญญาณน,นั้นทําให้แอกถูกทําลายไป so steht es im Jesaja dass durch die Salbung das uh, Joch ok zerbrochen wird และภาระที่อยู่บนบาของคนของพระเจ้าก,ก็ถูกยกออกไป und die Last der Menschen w e r d e n wird zerbrochen und wird weggehoben ผมได้ยินคําพยานของคนมากมายที่เข้ามาในการฟื้นฟู Ich habe schon viele Zeugnisse gehört, die diese Erweckung erlebt haben. Ich glaube ganz sicher, dass Gott will, dass viele Menschen in diese Erweckung mit hineinkommen und mit hineingenommen werden. Diese Erweckungsversammlungen ist nicht nur, dass viele Menschen zusammenkommen.

Ihr Lieben, wenn diese Erweckung geschieht, gibt es auch Änderungen, gute Änderungen im Leben. Nicht Veränderungen zum Bösen oder zum Schlechten, sondern sie werden Gott ähnlicher und kommen Gott näher. Diese alten Gedanken werden vom Wind des Geistes weggeblasen.

schlechte reden die man immer wieder gebraucht hat die werden weggenommen durch die erweckung und der falsche lebensstil wird weggewaschen das passiert mit christen die sich von der erweckung ergreifen lassen ich habe es selber erlebt und ich sehe es immer wieder an Leuten, die, die sich mitnehmen lassen in diese Erweckung, dass das alles passiert. Gott ist ein Gott der Liebe. Und er möchte, dass Menschen frei werden von den bösen Abhängigkeiten. Aber Satan... Bindet sie durch eine, durch Ketten und durch Bindungen. Ich habe jetzt erst wieder mit Leuten gesprochen, Ich habe jetzt erst wieder mit Leuten gesprochen, die in einer Erweckung leben. da war ein mexikaner der mir das erzählt hat. และเขามาที่ e ้านหลังหนึ่งซึ่ง e รรยาผ n ไป an z พระ r e t t e n gebunden และเขามาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งภรรยาผมไปสอนพระคัมภีร์ที่นั่นเขาบอกว่าเขาเดินเข้าไปใกล้ภรรยาของผมให้วางมือยังไม่ทันถึงตัวเลยไฟของพระเจ้าก็กลงมา Und als er in die Nähe von meiner Frau kam, da kam schon das Feuer des Heiligen Geistes auf ihn herunter. Er wurde betrunken im Heiligen Geist und fing an zu weinen. Und von dieser Sekunde ab hat er, konnte er aufhören zu trinken, zu rauchen und, zu, äh, und äh, mit Drogen zu handeln. drogen nehmen zu zu แล้วไม่มีอาการแม้แต่ว่าจะอยากจะรับสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปมันหายเป็นเป็นอย่างอัศจรรย์เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเกิดขึ้นมาตอนเป็นทารกนั้นเขาเท้าพิการภาษาอังกฤษก็เรียกว่าคลับฟุตคือเท้าเนี่ยมันบิดเบี้ยว beschränkt oder, oder irgendwie ver verformt. Und weil seine Füße verformt waren, konnte er nicht normal gehen, immer so schwankend. Und weil er so gehen musste, wurden seine Füße ganz wund. Und er hatte immer große Schmerzen an seinen Füßen. <Sessizierung> und er war Bedienung in einem großen Restaurant. <Sessizierung> Den ganzen Tag musste er stehen und hin und her laufen. <Sessizierung> und vor vier, fünf Jahren kam er in die Freizeit von New Hope. <Sessizierung> <Sessizierung> da das Feuer des Heiligen Geistes ihn berührt. Und in dieser Sekunde wurden seine Füße geheilt. Sie waren ganz normal geworden. Und die verbogenen Füße waren gerade und er konnte ganz normal gehen. Jetzt ist er ganz eifrig und brennend und schlägt das Schlagzeug in der Gemeinde. Er dient Gott. Und äh, es wird immer liebenswürdiger. กลายเป็นคนใหม่ไปเลยแล้วผมก็สังเกตว่าทุกปีชีวิตเขาเปลี่ยนไปมีผู้ชายคนหนึ่งนั้นคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวอียิปต์ภรรยาเขามารับเชื่อพระเยซูแต่ตัวเขาเกิดขึ้นมาในบ้านคริสเตียนที่เขาเรียกว่า Orthodox Christian. Aber er selber war in einer orthodoxen Familie äh, groß geworden. Aber die letzten zehn Jahre war er nicht mehr in die Gemeinde gegangen. Und seine Frau ist in Gottesdienst gegangen, aber er saß draußen im Auto und hat gewartet.

auf dem weg nach hause. die ganze zeit der fahrt hat der heilige geist in ihm gearbeitet hat geweint. und wir müssen verstehen dieser mann war ein starker mann und der, der weint nicht so ohne weiteres. Von da an war er sehr brennend für, für Jesus. Und jetzt dient er Gott von ganzem Herzen. Jetzt sitzt er nicht draußen ja. im Auto, sondern er kommt rein und ist mit dabei in der Gemeinde. Und dann hat er seiner Schwester angerufen, du musst unbedingt kommen hier zur, zur Erweckungsversammlung. Das sind alles Beispiele von Menschen, die bereit waren, sich von Gott verändern zu lassen. Sie wollten nicht mehr in, in der Kette des Teufels gebunden sein.

das Feuer des Heiligen Geistes wird eins nach dem anderen verbrennen und ihr Leben verändern. Die Bibel spricht von, davon, dass wir von einer Herrlichkeit zur anderen verändert oder verwandelt werden. Es ist so schade, dass es Christen gibt in dieser Welt. Sie kommen in die Erweckungsversammlung oder in die Erweckung herein. Sie fangen an, sich zu verändern, zum Guten. Aber dann hören sie auf den Teufel. Kann sein, dass der Teufel Menschen gebraucht, zu ihnen zu reden. Und ähm, manchmal benutzt der Teufel bestimmte Umstände, die passieren. Und der Teufel kann ihm ins Ohr flüstern und sagen, äh, dies, dieser Prediger, der gefällt mir überhaupt nicht, das ist ein komischer Mensch. Oder es kommt falsche Lehre rein. Und dann verlassen Sie dieses Brennen im Heiligen Geist und gehen raus. อยู่ในคือในโซ่อีกต่อไปผมสงสารคริสเตียนเหล่านี้มาก i เเคยถูกพระเจ้าปลดปล่อยให้เป็นไทยแต่เขาก็กลับเข้าไปในคุกของมารอีก sie waren พ e กเขาถูกปลดปล่อยพวกเขาได้สัมผัสกับค r ามเ w ็น d e รมแต่ e วกเขาถูกกล n i s des Feindes gefangen กคุณแจสำคัญของการฟื้นฟูคือต้องยอมให้ลมของพระวิญญาณพัดเข้ามา Ein wichtiger Schlüssel für diese Erweckung ist, dass wir offen sind und den Wind des Geistes hereinlassen in unser Leben. wenn der Wind anfängt zu blasen, wissen wir nicht, wo er bläst, rechts oder links hin. Wir müssen diesem Wind, diesem Drängen des Geistes folgen. Denn kann nicht und es gibt keine Erweckung, wenn Gott nicht selber anwesend ist in, diesem, äh, in dieser Versammlung. Um, ja, ja, die Möchte ich äh, kurz erklären? Die Bibel sagt sehr deutlich: Gott ist omnipräsent. Er heißt, das heißt, er ist überall, an jedem Ort. <ç á> ใช่พระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งก็จริงแต่การทรงสถิตที่สัมผัสได้ที่หนานแน่นไม่ได้อยู่ตลอดเวลาทุกคนทุกแห่ง Sicher Gott ist überall an jedem Ort aber seine Gegenwart die spürbare Gegenwart ist nicht überall การฟื้นฟูเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้ามาสถิตมาที่นั่นและมาอยู่ตรงนั้น Die Erweckung kommt Wenn die spürbare Gegenwart Gottes in einen Raum oder in eine, eine Versammlung kommt. Kann sein, dass du in die Kirche gehst und betest und, und singst und die Predigt anhörst. Jede Woche passiert das Gleiche an jedem Sonntag. Dann müssen wir mal aber das heißt noch lange nicht, dass da Erweckung und dass da der Heilige Geist eine Freiheit hat. Auch wenn du manche Zeremonien mitmachst, Abendmahl feierst und sonst was, heißt noch lange nicht, dass die reale Gegenwart Gottes in diesem Raum ist. Wenn diese Gegenwart da ist, kannst du das spüren. Die ganze Atmosphäre in, diesem, in dieser Versammlung verändert sich. Sampad, du kannst spüren, dass Gott da ist. Thân, äh, jörgön, Und dann gibt es unter Umständen auch äh, äh, Auswirkungen auf deinen Körper. Powa, Prasal, nann, dedh, mag -mag. Diese Gegenwart Gottes ist, hat eine Kraft. Und die ist sehr sehr stark. ทำไมร่างกายของเรานี้ไม่สามารถไปอยู่ในสวรรค์ได้เพราะเราอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอและร่างกายแห่งบาปเมื่อเราไปสว e ร k ์ r ราต้องมี e ่างกายใหม่ที่เ d e ยกว่า g l o r s ü o d e gelebt hat เมื่อเราไปสวรรค์เราต้องมีร่างกายใหม่ที่เรียกว่า g l o r s body หรือร่างกายทิพนั่นเอง leib, einen äh, verherrlichten Leib, ein Leib, der total verändert ist. Wenn wir mit diesem Leib vor Gott stehen würden, wir könnten es nicht aushalten, wir würden umfallen tot und, und tot sein. Dieser Körper kann die Gegenwart, die ganz schwere Gegenwart Gottes, nicht aushalten. Und wenn diese Gegenwart Gottes in der, der Erweckung da ist, dann hat es auch Auswirkungen auf, auf den Körper. Manche Leute fangen an zu weinen. Andere fangen an zu lachen. mir San. Andere fangen an zu zittern. Bon Andere fallen rund auf den Boden. All das passiert, weil unser Körper sich äh, auf die Gegenwart, die schwere Gegenwart Gottes äh, von daher beeinflusst wird. Und wie kommt das, diese Gegenwart Gottes in unsere Nähe? Das Wichtigste ist, dass wir hungrig und verlangen sind. Wir müssen ein tiefes Verlangen haben, Gott zu treffen. Nicht nur, dass wir einfach, einfach mal in die Kirche gehen und alles mitmachen, was da geboten wird, und wieder heimgehen. Und dass wir schon ans Mittagessen denken oder auf die Uhr schauen, wann ist er endlich fertig mit seiner Predigt. Und man denkt schon wieder an das Essen nach dem Gottesdienst, dass man mit den Kindern zum Essen geht. Die Gegenwart Gottes kommt da, wo Menschen verlangend sind nach Gott. ไม่ใช่แค่หิวกระหายแต่ปรารถนาอย่างแรงกล้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า desperation ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป nicht nur verlangen sondern eine eine echte verzweiflung haben dass man so ein tiefes verlangen hat gott zu begegnen และประการที่3คือยินยอมขอพระเจ้าเปลี่ยน und der dritte punkt ist dass man wirklich bereit ist dass gott einen verändert und dass man von herzen will dass gott in, im eigenen leben arbeitet und veränderung schafft und noch ein punkt dass wir wirklich gott bitten uns zu besuchen jesus sagte wenn ein irdischer vater schon seinen kinder das beste geben will n o p r m i t t i s s วรรจะไม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์หรือ wie viel mehr wird der himmlische vater den seinen geist geben denen die ihn bitten สิ่งดีที่สุดในโลกและในจักรวาลที่เราขอก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ the beste was wir bitten können in dieser welt das ist um den heiligen geist zu bitten เมื่อลมแห่งพระวิญญาณมาพระองค์มากับของดี Wenn der Wind des Heiligen Geistes kommt, dann kommt er mit guten Dingen. Er kommt mit dem Leben Gottes, das in uns hereinkommt. Der Tod und die Krankheiten müssen weichen. Die Bindungen müssen zerstört werden. Und die Lasten werden äh, von uns weggenommen. Und das Leben kommt in uns herein. ความเจ็บ<ล>ความเจ็บปวดมันก็ออกไป die gehen weg. ความกลัวมันออกไป die t, die geht raus เพราะความรักของพระเจ้าไหลเข้ามา denn seine Liebe kommt uns ความคิดที่ผิดหรือความหลงผิดมันก็ถูกทำลายไปความเชื่อก็ไหลเข้ามาในหัวใจ

วันก่อนนั้นคุยกับคริสเตียนคนหนึ่งเป็นลูกของสิบิบาลเขาบอกว่าเขากลัวความมืด vor einigen tagen ภ ich, ich รรยาของผม um, คุยกับคริสเตียนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาบอกเขากลัวทุกเรื่องไปหมดเลยไปที่ไหนก็กลัวเดินในที่มืดก็ไม่ได้ Meine Frau hat mit einem anderen Christen gesprochen und der, die sprach, sie hat ständig Angst vor, vor der Dunkelheit und hat überall Angst. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, die brauchen das Feuer des Heiligen Geistes, dass, es, dass die Angst verbrennt, rausbrennt. Ihr Lieben, wir müssen Christen sein, die den Heiligen Geist lieben. Dass wir ein tiefes Verlangen haben, dass der Heilige Geist wirkt in uns, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, ich habe mich entschlossen. Ich werde allem, was, was das Fleisch in mir will, aus dem Weg gehen. Und ich will auch nichts mehr tun aus dem Weg. Dass von meinen eigenen Gedanken her Ich bitte immer um die, die Bewegung und die Leitung des Heiligen Geistes in meinem Leben. Wenn ich Zeugnis gebe von dem, was Gott getan hat. Wenn ich für andere bete. Wenn ich für andere bete. Und selbst wenn ich äh, am Operieren bin, bitte <im> ich, ich um diese Nähe Gottes. bitte um die Salbung des Herrn. Und wenn sie nicht da ist, dann warte ich darauf, bis sie kommt und mir hilft. Und jedes Mal, wenn ich äh, predige, dann bitte ich um die Salbung, dass sie herunterkommt auf mich.

Wir müssen keinen Schubs geben, dass er umfällt. Gestern habe ich einen, meine Hände aufgelegt auf eine äh, farbige Amerikanerin. Sie kannte mich nicht und sie war das erste Mal in meinen Versammlungen. Da hat der Heilige Geist gewirkt. Und als ich ganz leise auf ihre äh, Stirn gefasst habe, fing sie laut an zu weinen. Das hatte sie vorher noch Lack nicht so gemacht. Lom, lom auch, -E, bon und dann ist sie vom Stuhl runtergerutscht und lag auf dem Boden. <fing> ich habe nichts getan. Ich habe sie nur ganz kurz berührt. <fing> Wer hat sie wirklich berührt? ใครล่ะครับที่ปลดปล่อยเขา Wer hat sie befreit ใครล่ะครับที่ทําให้เขาเป็นไทย Wer hat sie herausgeführt aus der bindung ใครล่ะครับที่มาอวยพรเขา Wer hat sie gesegnet พระวิญญาณบริสุทธิ์ The Heilige Geist ดังนั้นคริสตจักรที่เข้าใจเรื่องนี้จะต้อนรับพระวิญญาณ Und wenn die Gemeinde den heiligen geist empfängt und offen ist für den heiligen geist พระวิญญาณมาประทานชีวิต Dann schenkt der Heilige Geist echtes Leben. Und dann, dann fängt er sich an zu bewegen. Und wir brauchen uns nicht so abzu abzurackern, und bis wir müde sind. Wir sind wie ein Adler, der die Flügel ausbreitet und sich tragen lässt vom, der vom Wind Gottes. Wir können entspannen. Wir <laughs> können uns leiten oder tragen lassen vom Wind, des, äh, Wind Gottes. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen, dann wir, werden wir nicht so müde und schlapp. Und wir brauchen nicht immer etwas forcieren oder äh, zu, in die Wege zu leiten. Der Heilige Geist wirkt. Ich bitte darum, dass eine Erweckung über Deutschland herunterkommt. Und über, Deutsch, über die Schweiz. Und dass diese Erweckung durch den Heiligen Geist kommt. Dass die Christen in Deutschland und auch in der Schweiz hungrig und verlangend sind danach. และขอพระวิญญาณเท e ลงมา darum, en, dass der kommt. ถ้าพระองค์จะทำให้ท่านร้องไห้ก็ร้องไปเลยอย่าไปต่อสู้และถ้าพระวิญ i าณทรงกระตุ้นให้ท่านร้องไห้ก็ร้องไปเลยอย่าไปต่อสู้และถ้าพระวิญญาณทรงกระต้ให้ท่านหัวเราะก็หัวเราะไปเลยอย่าไปต่อสู้และถ้าพระวิญญาณทรงกระตุ้ i ให้ท่านหัวเาะก็หัระไปเลยอย่าไปต่อสู้ละถ้าพระวิญาณทรงกระตุ้นให้ท่านหัวเาะก็หัวเราไปเลยอย่าไปตอสู Du brauchst dich nicht zu schämen, wenn der Heilige Geist wirkt. Du musst eine Wahl treffen. Du kannst wählen zwischen dem Wirken des Geistes oder, dem, oder auf die anderen Menschen zu schauen, was, was die wohl denken. Du kannst.

annimmst oder weiter nach dem Fleischlichen äh, lebst und wie es bisher immer alles war. Das ist der Wille Gottes, dass alle Menschen errettet werden. Dass sie geheilt werden von Krankheiten. Dass sie befreit werden von den Bindungen. Dass sie voller Freude sind. Dass sie lachen und sich freuen und lächeln können. Und nicht immer so traurig daherkommen. Dass sie voller Glauben Dass sie voller Glauben sind. Und die Erweckung bringt alle diese Dinge herein in unser Leben. Und ich sage es nochmal, Erweckung geschieht nicht ohne den Heiligen Geist. Wir müssen die Wahl treffen. Und ich möchte euch Mut machen die Erweckung und den, den, den Wind des Heiligen Geistes euch zu öffnen. Und diese Erweckung wird euch wird alles durchschütteln, was nicht von Gott ist. Das hat nichts zu tun mit dem nur Wissen im Kopf. Wissen im Kopf. Das, da geht es auch nicht darum, dass man hohe theologische Gedanken hat. Es geht ums Herz und das hungrige, verlangende Herz. Ein Herz, das zu Gott schreit: Herr, ich möchte anders werden, ich werde neu werden. Herr, salbe mich und berühre du mein Leben. สาวก120คนในห้องชันบนส่ิออานจารย์เปาโลได้เขียนเป็นหนุนใจทิโมธีที hat ยุคของอาจารย์เปาโลเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูในยุคนั้นไม่ว่าอาจารย์เปาโลหรือเปโตรไปที่ไหนพระวิญญาณเทลงมาที่นั่น ในหน2โมธีบทที่1ข้6และ7 2ธะกันพระกัพีบอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพระเจ้าจึงขดเตือนความจำท่านว่าของประธานของพระเจ้าที่มีในตัวของท่านโดยผ่านทางการวางมือของขพระพเจ้านั้นจงทำให้รุ่งเรืองขึ้น Und das sagt Paulus, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit oder der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe. und der Besonnenheit. ครับพี่น้องเห็นไหมครับอาจารย์เปาโลบอกว่ามีการวางมือผ่านพระวิญญาณ Wir sehen bei Paulus, er hat die Hände aufgelegt, damit der Timotheus den Heiligen Geist empfangen hat. และอาจารย์เปาโลบอกว่าต้องกระตุ้นพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆกระตุ้นการฟื้นฟู Und Paulus hat den Timotheus Mut gemacht: erwecke immer wieder neu diese Gabe, dass, dass sie zur Auswirkung kommt in deinem Leben. Und auch in unserer Zeit jetzt müssen wir immer wieder dem Heiligen Geist äh, diese, das Raum geben, dass diese Erweckung äh, sich auswirkt in uns. Und in sagt Raum geben, dass diese Erweckung sich auswirkt in uns. Und im Englischen heißt es, dass wir ständig einen Geist brennen. Dass der Wind hereinbläst und dass die Flamme hochbrennt, die Flamme des Heiligen Geistes. Und Paulus sagt, hab keine Angst, lebe nicht ständig in der Angst. Denn diese Furcht... Löscht den Heiligen Geist. Aber dass wir Gott von ganzem Herzen lieben. Und dass wir ein Verlangen haben, dass unser Leben sich verändert. Dass wir nicht mehr nach dem Fleisch leben. Und darum hat der Paulus den Timotheus erinnert. Bleib in diesem brennenden Geist. <laughs> Hab keine Angst, was die Menschen sagen. Hab keine Menschenfurcht. Lass dich, lass dich vom Geist leiten und treiben. <laughs> ich habe die den wirkliche Hoffnung, dass diese Lehre heute euch Mut macht. Ein tiefen Hunger und ein Verlangen danach zu haben. Dass ihr Hunger habt nach Gott und nach der Veränderung im Leben. Ich kann euch nicht verändern. Der Einzige, der euch verändern kann, der Einzige, der Deinen Mann oder deine Frau verändern kann. Das ist der Wind des Heiligen Geistes. Die Gegenwart Gottes. Die Salbung Gottes. Gott be besuche euch. Und schenke es, dass die Erweckung zu euch kommt. Dass er in dieser Erweckung, in diesem Brennen bleibt, bis Jesus wiederkommt. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Vielen Dank, dass Sie die Lehre bis zum Ende angehört haben. Ich bin mir sicher, dass der Herr Ihnen die Wahrheit offenbart hat und das Licht auf Ihre Seele scheinen lässt. Sie werden nicht nur zuhören, sondern werden diese Wahrheit im Leben umsetzen. Möge der Herr Sie und Ihre Familie, Ihre Arbeit und Dienste, Ihre Finanzen und Gesundheit sowie Ihre Gemeinde reichlich segnen. Im Namen Jesu Christi. Amen.